Herzlich willkommen bei Kuhlmann, heute mit einem ganz speziellen Projekt, das wir starten. Hier bei mir ist der Jordi und ja. Ja, wir haben gedacht, es sei sicher mal lustig, wenn wir ein crazy Programm machen. Ja, so ein Videocast quasi, wo wir halt einfach über diverse Themen sprechen, diverse Dinge ansprechen etc. Und da könnt ihr natürlich auch gerne in den Kommentaren unten schreiben, wenn ihr Fragen habt, Themen, die wir... Bitte viele Fragen, so wir können viel beantworten. Mehr diskutieren. Genau. Ja. Und jetzt wollen wir einfach mit diesem Pilotvideo jetzt mal schauen, ob euch das gefällt. Bitte schreibt es unten in die Kommentare, Ideen etc. Das Format... Aber wo Sie müssen die Fragen schreiben? Das hat es da unten im YouTube. Okay. Hat es ein Kommentarfeld, da könnt ihr gerne reinschreiben, wie, was, wo, was ihr gerne wissen möchtet. Vielleicht kurze Vorstellungsrunde. Als erstes würden wir eigentlich euch gerne den Namen der Sendung sagen, aber we don't know it yet. Und deswegen heißt die Sendung, die erste, auch we don't know it yet. Wenn ihr lustige Ideen habt für einen Titel für dieses Programm, auch einfach melden von dem her. Zwei crazy Sprachen. Ja, zwei crazy Männer sprechen. Zwei Leute, die einfach verrückt sprechen von dem her. Und vielleicht als kleine Erklärung, warum finden wir es interessant? Jordi, du bist nicht aus der Region ursprünglich. Du kommst, nein, ich komme aus Barcelona, Spanien. Und du sprichst super Spanisch? Ja, und Französisch, Englisch und ich ein bisschen Deutsch, aber nicht sehr gut. Das ist, und das wird die Challenge sein. Ich persönlich kann gut Deutsch und Englisch. Also Englisch ist so die Sprache, wo wir uns definitiv... Bist du sicher über Deutsch? Deutsch ist gut. Ja, warte mal. Ja, ich glaub, das ist so. Und sollten wir uns gar nicht verstehen, können wir auf Englisch ausweichen, von dem her. Das passt. Manchmal, ja. Im Notfall, aber wir versuchen das Ganze schon irgendwie im Hauchdeutsch zu... Genau. Besprechen. Genau. Ja, und das ist jetzt das erste Video und wir sitzen hier und wir haben uns vorhin gegenseitig gefragt, was haben wir für ein Thema? Gibt es Topics, die wir heute schon besprechen wollen? Ja, das ist eine gute Frage. Über was können wir sprechen? Ich weiß es nicht. Also aber wir können improvisieren. Genau. Und dazu hast du, glaube ich, irgendetwas mitgebracht, oder? Ich habe ein Buch mit Fragen. Wir können starte vielleicht, nur eine Frage. Machen wir das so. So. Das ist ein sehr gutes Buch, ist Questions of the Game of Life. Das Buch ist If. So, das ist ein gutes Buch. Wenn du kannst sein ein Weltchampion in einem Sport. Welcher Sport kannst du choose? Okay, und muss ich dann erklären, warum den Sport oder muss ich sagen, warum die Person? Nein, nicht die Person. Einen Moment. Du musst wählen. Wählen. Ein Weltchampion jetzt vom any Sport. So gut. Erst welcher Champion? Tennis. Und dann warum? Weil ich bin Schweizer. Ich denke jetzt dann natürlich als allererstes an Roger Federer. Aha, ja. Super. Warum das? Weil ich denke, auch wenn der liebe Roger Federer nicht mehr Tennis spielt, kann er sich ein gutes Leben machen in Rapperswil am See mit seinem neuen Grundstück. Ich denke, das ist sicher das. Auch mein Vater hat früher immer gesagt, als ich klein war. Ich konnte nicht viel über Tennis. Aber Federer ist ein bisschen am Ende als seiner Karriere. Oder? Ja gut, aber er hat genug Karriere gemacht. Er hat genug verdient. Ich glaube, das tut dem Roger nicht weh, wenn er aufhören muss. Also es macht ihm halt einfach Spaß, nehme ich mal an, oder? Aber ist, glaube ich, jetzt immer noch aktuell im
Viertelfinale hat er es geschafft, glaube ich, oder? Jetzt in Australian Open. Aber ich kenne mich auch nicht aus, von dem her, ich bin so ziemlich der unsportlichste Mensch, den man sich vorstellen kann. Den meisten Sport, den ich gemacht habe, sind auf dem PC irgendwelche Olympischen Spiele oder so. Mhm. Aber in echt, da mache ich nicht viel außer tanzen. Und tanzen, ja, das ist vielleicht auch das Stichwort, von da kennen wir uns auch. Salsa tanzen. Genau. Wir tanzen zusammen. Ja. Genau, er macht die Frau. Gut, jawohl. Ja, und du? No, ich denke, ich will either Tennis auch oder Golf. Weil Golf ist, du kannst sehr alt sein und spielen, oder? Du kannst wie 50 und spielen, aber mit 50 du kannst nicht Tennis spielen. So vielleicht, aber ich mache nicht viel Golf. Eben. So, aber ja. Mini-Golf. Ja. Also ich mache Mini-Golf, das ist ja alles, was ich mache. Gut. Genau, gut. Ja. Oder, und genauso würde das dann ablaufen, wir haben ein Thema, das würden wir besprechen und ja, genau. Ungefähr so läuft das dann hier, oder? Ja, was und, so? Und wir müssen dieses Video nur 30 Minuten machen. Also es ist weil die Kamera kann nicht mehr als 30 Minuten. Genau, so. Weil Jorgis Kamera kann nur 30 Minuten Videos aufnehmen, Canon sei Dank. Nächstes Mal machen wir das mit der Sony, dann können wir auch 35 Minuten Video machen. Perfect. Aber jetzt im Augenblick ist das super so von dem her. Genau. Ja, und für diese Session hier, ich habe extra das ganze Wohnzimmer auf den Kopf gestellt. Meine Frau, wenn sie nach Hause kommt, wird Freude haben. Hier stehen überall Computer, Kameras, Lichter, Kabel überall. Ja, mal schauen. Also ich muss da schnell dann noch aufräumen, bevor sie wiederkommt. Oh, das ist eine gute Frage. Ah, gute Frage. Gut. Wenn du hast nur eine Stunde und du hast unlimited Geld für kaufen, welchen oder welche Store in der Welt möchtest du einkaufen? So, du hast eine Stunde mit unlimited Geld, wo möchtest du einkaufen? Ich glaube, ich tschüss, was ist tschüss? Wählen? Ich wähle, ja. Ich wähle vielleicht ein Geldstore, weil ich kann mit kleinem Gewicht viel einkaufen, denn ich kann verkaufen das Geld und ich habe viel Geld zu ein anderes Store gehen. Weil mit ein Kilo Geld, wie viel ist das? 15.000 Franken? Ja, aber wenn du unlimitiert Geld hast. Ja. Ich glaube... So, die Key für mich ist, du musst wählen eine Store, das ist sehr, sehr teuer. Aha. So, dann du kannst verkaufen alles und du kannst... Ja, die Frage ist interessant. Da müsste man sich aber überlegen, okay, wenn ich unlimitiert Geld habe, dann würde ich vielleicht sogar sagen, ich gehe in einen Kiosk und kaufe mir alle... Lotto? Nein, nicht Lotto, sondern Prepaid Kreditkarten. Also Prepaid Cards, die ich dann aufladen kann mit so viel Geld, wie ich will. Okay, aber ein Kiosk hat limited Nummer von dieser Karte. Ja. So vielleicht diese, sie haben nur 100 Karten. Ja, aber wenn ich auf diese 100 Karten dann jeweils 50.000 Franken machen kann. In jeder Karte? Okay. Dann habe ich 100 Kreditkarten, die ich mitnehmen kann. Okay, ja, das ist sehr interessant. Das sind dann aber 5 Millionen am Ende vom Tag. Ja. Ich glaube, ich würde das machen, weil sonst... Das ist, ja, 1 Million in jeder Karte. Weil sonst für mich ist sehr gut. Ich bin nicht so materiell, also ich wüsste nicht, was ich kaufen soll sonst. Vielleicht würde ich aber auch, wenn ich nicht in einen Kiosk gehen könnte,
Sehr wahrscheinlich vielleicht irgendwo in einen Mediamarkt oder Elektro, weil für mich ist es ein großes Hobby. Viele hier auf dem Channel bei mir kennen mich ja auch eben als Gamer. Und du siehst mein Computer, er sieht zwar groß und modern aus, ist aber Klein Computer, ja, so. 6 oder 7-jährig mit sehr alter Technologie. Und, 7 Jahre alt? 6 oder 7. Oh. Und ja, also ich würde mir dann vielleicht einfach so etwas kaufen, vor allem so, oder ein Studio ausbauen oder so, aber das müsste dann alles in einem Geschäft sein. Oh, ich habe eine andere Idee. Ja, wenn es ein Physik-Store ist, dann ja, deine Idee ist vielleicht diverse, aber wenn du kannst ein Online-Store, vielleicht ich gehe zu, was ist der Name? Island? Insel? Insel kaufen online. Und ja. Du kannst. Ja? Ja, vielleicht cool. Ich kann kaufe 3000 Insel. Und auf. Jeder Insel ist Millionen. Das ist gut auch. Das ist auch eine gute Idee, genau. Ja. Aber eine schenkst du mir dann. eine geschenkt für dich. Eine Insel. Ah ja. Oder? Oder vielleicht zwei. Sehr großzügig. Genau. So ist der Jordi, sehr großzügig, oder? Genau. Ja, interessant, oder? Ja, aber eben, das ist dann die Frage eben, man müsste da schon noch genau wissen, wie sind die Regeln, wo darf man einkaufen? Ich denke, bei dieser Frage ist das relativ wichtig zu wissen, wo darfst du einkaufen, was kaufst du ein, etc. Ja, irgendwie so. Ja, genau. So. Okay, eine Idee. Wenn du hast einen Gast, oder? Ja. Und du machst eine kleine Party und du hast zwei Wein. Ein normal Wein, Flasche, ist Flasche auch, ja. Ja. Und ein sehr gut Wein. Welche Wein du musst zuerst öffnen? Die sehr gut oder die normal erst und dann die besser und in crescendo gehen? Das kommt drauf an. Ich meine, wenn du Besuch hast, viel mehr als eine Flasche kannst du nicht trinken, weil der muss ja wieder nach Hause. Da würde ich, glaube ich, anfangen mit der besseren Flasche. Ja, ich glaube auch. Weil du weißt nicht, ob du später noch mehr trinkst. Und wenn du bist ein bisschen betrunken, alles ist gut, oder? Genau. So, ganz genau, so ist das. Mit einer schlechten Flasche, du kannst, oh, das ist super, aber ich nicht. Aber. Ja. Ja, wenn du die Geschmacksnerven betäubt hast, ist es nachher besser. Ja. Ja. Jetzt schaue ich mal in dieses Buch. Ja, genau. Oder If Questions for the Game of Life. Und was, wenn du hast einen Gast, er bringt eine Flasche. Ja. Eine Weinflasche. Aber ist eine schlechte Flasche. Ja. Musst du öffnen die schlechte Flasche für die Gäste oder musst du eine sehr gute Flasche? Deine sehr gute Flasche geben. Von meiner Ansicht her ist es so, wenn der Gast eine Flasche bringt, dass diese Flasche mache ich nicht auf. Weil die ist ja ein Geschenk. Also ich nehme dann erst meinen eigenen Wein. Also ich glaube, so macht man das, oder? Also ich weiß nicht. Ja. Wie macht man das in Spanien? Ich glaube, it depends. So, wenn. Für mich, wenn ich ein guter Freund bin, ich gebe eine Wasserflasche. Eine Wasserflasche oder eine bessere? Eine bessere. Wasserflasche, das ist super, super Trade. Aber ja, wenn du kannst nicht die Person sehr gut, vielleicht ich nehme nicht eine sehr, sehr, sehr gute Flasche. Ein normal. Ja, eben. Also, das ist für mich sowieso schwierig zu sagen, weil ich habe zwar auch Wein hier,
Aber ich habe keine Ahnung, welche gut ist und welche nicht. Also von dem her. Ja. Das ist bei mir wie Roulette. Genau, ja. Münzen werfen. Münzen werfen. Das sind alles ziemlich ernste Fragen hier drin. Hä? Ja, ist ein bisschen chaotisch, aber... Oh je. So, jetzt... Kuhnmann ist lesen die Fragen von dem Buch. Ja, manchmal die Fragen sind sehr mit Reflexion und nicht lustig vielleicht. Aber. If you could live the life of any fictional character, which character would it be? Fictional character? Ein fiktiver Charakter? Welcher Charakter würdest du da sein? Boff. Gute Frage, hä? Ja, gute Frage. Was ist? No, vielleicht ein Superhero, like. Mhm. Aber. Welche? Like, ich glaube vielleicht, okay, Superman, aber dann auch, du hast viel Enemies, right? Und viel Problem. Ja, viel zu tun, je nachdem. Superman würde ich nicht wählen, weil das ist mir irgendwie, der ist ja von zu Hause weg, hat seine Eltern nicht gekannt, etc. Das finde ich etwas traurig. Ich glaube, ich wäre dann eher irgendwo bei den Avengers zu Hause, vielleicht entweder Thor oder... Der Hulk. Oder, nein, halt auch nicht. Der ist grün und grün steht mir ja, nicht. Ja. Aber, und du musst immer neue... Shirt einkaufen. Ja, das wird teuer, das stimmt. Das ist teuer. Das stimmt. Also du kaufst Stretch, dann machst du eine neue Linie. XXXL. Hulk Stretch Shirt. Ja. Fits in every situation. Ja. Genau. Nein, aber ich glaube, ich wäre entweder wär ich Iron Man, Tony Stark oder Thor. Thor kann teletransportiert, oder? Nein, der kann einfach mit dem Hammer fliegen und ja, machen okay. Und so. Aber Thor ist doch cool, finde ich. Thor ist gut. Und Tony Stark finde ich einfach auch, also cool, halt einfach auch, ja, halt wegen der Robert Downey Jr. hat das immer sehr, sehr gut gespielt. Aber er ist dependent an die Technologie. Ja. So, wenn ein Tag die Technologie funktioniert nicht, ja, dann ist gut. Genau. Aber Thor immer funktioniert so. Mhm. Ja. So ungefähr würde ich das machen. Ja. Von meiner Sicht her. Ja. Okay, 5 Minuten mehr, ne? Ja, Achtung. Genau. Also wir haben jetzt schon 18, 19 Minuten. 18, 48 oder etwas mehr. Und wir eben, wie gesagt, wegen der Kamera, wir haben ja Limitation auf 30 Minuten. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, hey, 5 Minuten, das gibt immer noch eine Frage. Da. Genau. Okay, Frage ich suche. Genau. Ja eben, und ich sage jetzt nochmal euch Zuschauer, wenn ihr Fragen habt, Themen, die wir drüber sprechen sollen oder so, ja, schreibt es unbedingt unten in den Kommentar. Und wenn euch das Video gefällt, gebt uns einen Like oder lasst mir persönlich ein Abo da. Einfach, dass wir wissen, dass das eine gute Sache ist. So. Hm? Genau, sag auch Abo da lassen. Okay, das ist ein gut. Wenn du kannst sehr, sehr gut sein in einem anderen Beruf, what would you like? What would you want to do? If you were to be successful in another profession, what would you want to do? Boah, das ist auch ein bisschen schwieriger. Ja, es kommt immer ein bisschen... Kontrabant. Nein, es kommt darauf an. Ah. It depends. Ich glaube, es ist dann ein Kontrabant, like a Mafia. No. So. Vielleicht Cinema machen. Cinema. Filme machen. Das ist Fernsehen. Interessant. Ich würde vielleicht Fernsehmoderator, irgend sowas. Moderator? Mhm. Fernseh, Schauspieler. Oder sonst halt eben auch wirklich, was auch cool ist,
Zum Beispiel, ich wäre auch damit einverstanden, wenn ich zum Beispiel von YouTube-Videos leben könnte, so als Idee. Aber für mich ist es eigentlich, ja, das Ganze mit YouTube ist ein Ausgleich zwischen meinem normalen Job. Und grundsätzlich muss ich sagen... Aber das ist eine schwierige Frage, weil, ja, weil manchmal... manchmal du hast einen guten Artist und er ist nicht keine Recognition. Nicht bekannt? Bis er ist tot. Ja. So. Aber Leute im Fernsehen oder Film, die sind schon bekannt, wenn sie leben. Ja, mit Film. Normalerweise ist es schnell. Ja, so. Wenn du jetzt Maler wärst, wie da Van Gogh oder irgendwas so. Ja, genau, Van Gogh. Sehr, das, sehr gut. Ja. Aber. Hat er ein trauriges, hat er ein armes Liebe. Leben eigentlich von dem her. Der wurde ja erst reich, als er nicht mehr da war. Von dem her. Also, ich würde dann schon etwas wählen, wo man gut davon leben kann. Und ich denke, für mich so das Wichtigste im Leben ist wirklich die Zufriedenheit, dass man da ausgeglichen ist, dass man. Ja, glücklich ist, das sind einfach solche Dinge. Und da muss ich sagen, da habe ich Schwein auch bei dem, bei dieser Arbeit, die ich jetzt mache, mit Software-Strategien etc. Ja. Und du? Ja, ich habe gesagt, Film machen vielleicht. Nein. Das ist interessant. Aber eben das Wichtigste ist einfach, dass man glücklich ist, oder? Noch einmal? Das Wichtigste im Leben ist nicht die Arbeit, sondern dass man glücklich ist. Ja, ja. Ja, aber ich finde, das kann eine gute Profession sein auch. Ja. Und interessant und. Ja. Perfekt. Musstest du eine letzte Frage? Ja, wir haben noch genau drei oder vier Minuten Zeit, dann ist es fertig. Also dann ist deine Kamera fertig. Ja, dann ist es fertig. Dann haben wir sonst notfallmäßig noch die Aufnahmen von meiner Kamera. Oh, das ist, wenn du die Lotto gewonnen, was ist die erste Ding, machst du? Ich rufe meine Frau an. If you won a lottery, what is the first thing you would do? Ich rufe meine Frau an und sage es ihr. Ah, ich möchte nicht die Lotto gewonnen. Ja, aber... Das ist Statistik. Ich weiß nicht, ob es 90%, aber die Majority of Leute, dass die Lotto gewonnen, 2 Jahre später, sie sind poorer als früher. Ja, aber ich denke, das kommt ein bisschen darauf an, wie du mit der Situation umgehst. Ja, 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 du musst ein guter Kopf haben. Genau. Aber in generell, Leute starten mehr. Ja, gut, aber das ist das normale Leben. Wenn du mehr verdienst, dann hast du einen höheren Lebensstandard etc. Und eben, das ist etwas, das muss man sehr gut im Gleichgewicht halten. Ja, aber es ist schwieriger zu humble. Rest humble. Ja. Aber das ist das Problem, dass normalerweise, denn Leute sind purer als früher. Und ja. Das ist ja, nicht ja, gut. Und mein Problem da ist immer das, um im Lotto zu gewinnen, müsste ich mal spielen. Das ist etwas, das mache ich nie oder selten. Ich glaube. Aber was machst du mit Geld? Vielleicht ich glaube, ich muss investieren. Ja, das musst du. Na, heute bezahlst du ja auf der Bank. Aber in was? In Shares? Eine Haus einkaufen? Ja, das kannst du machen. Immobilien oder, was natürlich auch eine Idee ist, ist zum Beispiel eben, dass du schaust, vielleicht gibt es sonst irgendwie Startups oder irgendwas. Ich würde nicht Shares oder Aktien kaufen von einer großen Firma. Nein, no, die bessere ist zu diversify.
So, ja, nicht alles Shares, nicht nur Hause einkaufen. Ja. Aber ist gut, ein bisschen. Immobilien sind gut, habe ich das Gefühl. Ich habe einfach das Gefühl. Immobilien, aber it depends. Manchmal ist es groß, manchmal goes down. Ja. So. Aber auch wenn du Immobilien hast, du kannst immer noch die Häuser vermieten. Aber ja, aber wenn der Preis ist down. Ja, aber trotzdem, wenn du Leute hast, die in deiner Wohnung wohnen, dann hast du auch später in 2 Jahren immer noch etwas davon. Deswegen so etwas das. Ja, ja, das ist. Aber, und in deiner Firma, die Firma kann Konkurs gehen und dann ist das Geld weg. Also von dem her. Ja. Gut. Okay, so. Bis ihr. Ja. Ist das erste Folge. Programm. Jetzt nimmt es uns Wunder natürlich, wie es euch gefällt. Wie gesagt, wir beginnen hier etwas Neues. Von dem her, gebt uns bitte Feedback und jetzt sind wir gespannt, ob wir hier viele Daumen nach oben bekommen. Es wird sicher noch 1-2 Sendungen geben, die wir machen und dann schauen wir mal euer Feedback ab und danke fürs Anschauen. Mehr Fragen schreiben. Ne? Genau, mehr Fragen schreiben, genau. Und was haben wir gelernt? Choose heißt wählen. Bis nächste Mal. Choose heißt wählen. Choose heißt wählen. Mhm. Choose heißt wählen. Choose heißt wählen. Bis nächstes Mal, Jordi und ich. Ciao. Guten Morgen.